Hallo Welt! Vielleicht fragt ihr euch, warum sitze ich so vor der Kamera? Das hat einen Grund. Ich hoffe dadurch, dass es mir möglich ist, im Anschluss ein vernünftiges Thumbnail daraus zu schneiden. Aber nun kommen wir zum Thema Motivation. Ich bin nun seit knapp einem Monat aktiv auf YouTube dabei. Ich habe in der Zeit 40 Abonnenten erhalten. Das bedeutet noch 3.155.937 to go. Dann habe ich so viel wie bei Titti. Stopp! Bevor ihr euch jetzt angewidert zurückzieht und euch fragt, was denkt sich dieser arrogante Vollidiot da eigentlich mit seinen 40 Abonnenten? Das ist kein arrogantes Ziel, was ich erreichen möchte, sondern lediglich ein psychologischer Trick, den ich anwende, um gewisse Ziele zu erreichen. Diesen Trick möchte ich euch heute als Werkzeug mit an die Hand geben, damit auch ihr in Zukunft leichter eure Ziele erreicht. Es ist nämlich wie folgt: Der Mensch ist eine ziemlich träge, faule und zähe Masse. Es fällt ihm sehr schwer, sich zu motivieren. Um mich besser motivieren zu können, habe ich vor Jahren einen gewissen Satz geprägt. Es ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass auch andere Menschen parallel dazu auf diese Idee oder diesen Satz gekommen sind, aber der Satz, den ich euch jetzt nenne, der ist von mir. Man muss das Unmögliche versuchen, um auf dem Weg dorthin das Mögliche zu erreichen. Wenn ich mir jetzt vornehme, 3 Millionen Abonnenten zu erreichen, dann schaffe ich es vielleicht eines Tages, vielleicht 30.000 Abonnenten zu erreichen. Wenn ich mir hingegen vornehme, 30.000 Abonnenten zu erreichen, schaffe ich vielleicht eines Tages nur 300 Abonnenten zu erreichen, weil ich dann von vornherein viel halbherziger an die Sache rangehen würde. Das bedeutet, um genügend Motivation zu haben, muss ich mir vornehmen, absolut unrealistische Ziele zu erreichen. Ich erkläre das noch anhand eines anderen Beispiels. Sport und Fitness. Ich bin zum Beispiel relativ wabbelig fett. Das versuche ich immer unter viel zu großen T-Shirts zu verstecken. Und ich möchte schon seit Jahren abnehmen und Muskeln aufbauen. Um dies erreichen zu können, darf ich mir nichts Geringeres vornehmen, außer so aussehen zu wollen wie Arnold Schwarzenegger. Obwohl ich von vornherein weiß, dass ich das wahrscheinlich nicht erreichen werde, muss ich es versuchen. Nur dann habe ich überhaupt die Energie und den Willen, auf dem Weg dorthin das Mögliche zu erreichen. Wenn ich versuche, auszusehen wie Arnold Schwarzenegger, schaffe ich auf dem Weg dorthin vielleicht so auszusehen wie Nikolai Günther. Das soll unterm Strich heißen, dass es vielleicht gar nicht so verkehrt ist, seinen Idealbildern hinterher zu jagen, weil man schon auf dem Weg dorthin mehr erreicht, als man sonst erreicht hätte, wenn man einen geringeren Ideal hinterhergehetzt wäre. Es ist nämlich so, wenn man sich nur ganz, ganz kleine Ziele setzt, ich will morgen das und das erreichen, dann wendet man automatisch von Natur aus auch nur ganz, ganz wenig Energie auf. Und dann erreicht man nicht mal dieses ganz kleine Ziel. Zum Schluss sei noch ganz wichtig gesagt, dass ihr euch auf keinen Fall von anderen einreden lassen dürft, dass ihr irgendetwas nicht erreichen könnt. Ihr dürft nicht nach den Glaubenssätzen leben, die euch andere aufzwingen. Setzt euch wirklich unmögliche Ziele. Um noch zum Schluss ein nettes Beispiel zu nennen. Kleine Tochter sagt zu Mutter: Hallo Mama, ich will aussehen wie Britney Spears. Und ich will auch genauso erfolgreich werden. Und die Mutter sagt: Hör auf, in Fantasiewelten zu leben. Hör auf, in Fantasiewelten zu leben. Du wirst Zahnarztpraxishelferin. Himmels Willen. Das ist genau das Gegenteil von Motivation. Versucht auszusehen wie Britney Spears. Versucht es. Es wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass ihr ein Level erreicht, in dem ihr euch wohlfühlt. Unterm Strich ist es einer der besten Motivationsfaktoren, den ich für mich gefunden habe. Und ich hoffe, ihr könnt ihn auch für euch anwenden und werdet dadurch eure Ziele leichter erreichen in Zukunft. Es gibt noch zwei andere Arten, sich zu motivieren, aber das passt nicht ganz in das Video rein. Das gehört eher in ein Video rein zum inneren Schweinehund. Darüber werde ich dann später reden.
Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Trick ein klein wenig helfen. Versucht wirklich, Gigantisches zu erreichen. Denn auf dem Weg dorthin werdet ihr eine Menge lernen und eine Menge anderer Dinge erreichen, die sonst für euch auch unmöglich gewesen wären. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann gebt mir bitte einen Daumen nach oben. Und wenn ihr noch weitere nützliche Videos sehen wollt, abonniert bitte meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.